mir viel Zeit, um die Atmosphäre an diesem einmaligen Ort aufzusaugen. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass man sich hier so frei bewegen kann und dass das alles noch in so einem guten Zustand ist. Keine Touristen hier rumnerven. Echt genial, das ist echt geatmete Geschichte. Und dann kraxle ich in das historische Heiligtum der Kommandantia. Den Unterschlupf von Fidel Castro höchstpersönlich. Ein leicht modriger Luftzug umgibt mich, als ich in das Innere seiner Hütte trete. Was für ein Moment! Neben dem Kühlschrank samt Einschussloch steht noch immer sein Bett in der Hütte und der Schreibtisch, an dem Fidel die Pläne der Revolution entwarf. Bei einem Blick aus dem Fenster entdecke ich sogar das stille Örtchen des Maximo Lieder. Das ist es. Das Klo von Fidel Castro. Unglaublich. Geschichte kann so faszinierend sein. Wow, also ich muss sagen, dass ich schwer beeindruckt bin. Man kann ja von Fidel denken, was man will, aber man muss wirklich sagen, das war ein verdammt harter Hund. Wenn man sich vorstellt, hier fast 2 Jahre lang im tiefsten Dschungel zu leben und die ganze Zeit sind einem die feindlichen Batista-Truppen auf den Fersen, dann nötigt mir das einfach nur den allerhöchsten Respekt ab. Und wenn man hier in dieser tollen Anlage mit den Originalgebäuden noch von damals unterwegs ist und wie hier auf der Bank von Fidel Castro sitzt, wo er einst wahrscheinlich viele revolutionäre Ideen hatte, dann kommt einem das so vor, als würde der Qualm seiner Zigarre hier noch immer durch den Dschungel ziehen. Unglaublich. Für mich gehört diese Wanderung zu den Top-Highlights meiner Reise. Die Kommandancia de la Plata trennt nur wenige Kilometer von der Küste. Dort, wo die höchsten Berge des Landes steil ins Meer hinabfallen, verläuft eine der wohl außergewöhnlichsten Straßen Kubas. Da es in der Sierra Maestra jedoch kaum befahrbare Wege gibt, muss ich einen riesigen Umweg fahren, um dorthin zu gelangen. Doch der Umweg lohnt sich, denn die nahezu unbefahrene N20 von Pilon nach Santiago de Cuba gehört zu den aufregendsten Küstenstraßen, die ich seit langem gefahren bin. Auf gut 250 Kilometer führt die von Hurricanes geschundene Piste teilweise so dicht am Meer vorbei, dass man die salzige Gischt der Brandung auf den Lippen schmecken kann.